Wir wollen ja Inklusion denken. Wir wollen jetzt Inklusion denken, und zwar in vielen Bereichen. Und nicht überlegen, wo kann man eventuell eine Kleinigkeit verbessern. Nein, einfach der gemeinsame Nenner für alle und Sonderförderung für alle. Natürlich müssen Kinder mit Einschränkungen, egal welcher Art, spezielle Förderungen haben. Ich weiß auch, dass blinde und sehbehinderte Kinder nicht gleichzeitig mit hörgeschädigten Kindern unterrichtet werden können. Ich wollte immer schon mal Gebärdensprache lernen. Ich kann sie nicht sehen. Also miteinander lernen heißt ja auch voneinander lernen. Sie wissen das doch, wie man ist, wenn man eine Fremdsprache lernt. Man lernt am besten in dem Land, wo man dann gerade ist. Wir haben versucht, jetzt das Thema zu pushen, und zwar gemeinsam. Karin Evers-Meyer als Behindertenbeauftragte, Silvia Schmidt als Behindertenbeauftragte der Fraktion, Karl Finke sowieso. Ich denke, Hannelore Loskill macht das seit Jahren. Aber auch eben mit der Manuela Schwesig und mir, die im Kompetenzteam von Frank-Walter Steinmeier den Bereich Familie, Kita und bei mir Bildung und Integration abdecken sollen. Weil wir glauben, da kann Frauenpower nicht schaden. Lieber Karl, du erlaubst mir diese Bemerkung. Weil wir glauben, dass wir Bildungspolitik für alle machen müssen. In diesem Sinne wünsche ich uns heute einen guten Auftakt für eine Unterstützerinitiative, die hoffentlich Bewegung reinbringt. Gemeinsam lernen mit und ohne Behinderung bedeutet eben, alle Kinder profitieren. Kein Kind bleibt zurück. Denn wir wollen eigentlich jedes Kind individuell an einer Regelschule fördern. Und das bedeutet, dass das Personal zukünftig nicht in Sondereinrichtungen arbeitet, sondern eben an Regelschulen. Kinder mit Behinderung, Kinder mit Hochbegabung oder Kinder mit sonstigen Stärken, Schwächen und Potenzialen werden unterstützt, so wie sie sind, eben unter einem Dach. Stärken und eben Schwächen ausgleichen, nicht nur auf die Defizite reduzieren. Das ist ganz wichtig, was Gesellschaft voranbringt. Von daher sind wir von selbst aktiv, bundesweit in unseren Gliederungen, dafür, dass im Bereich Arbeit, im Bereich Wohnen und im Bereich Teilhabe gemeinsame Lebensformen entwickelt werden, die ausfächern und die Ganzheitlichkeit der Gesellschaft ausmachen. Wir beklagen ja oft in Deutschland, dass es viel zu viel wenig Kinder gibt, und da wird eine große Demografiedebatte geführt. Und ich frage, kümmern wir uns denn genug um die Kinder, die da sind? Und ich sage nein, insbesondere dann, wenn es um Kinder mit Behinderung geht. Ich bringe immer gerne das Bild, alles, was in den ersten 6 Jahren der Kinder in den Koffer fürs Leben gepackt wird, ist da drin. Und alles, was wir in diesen ersten 6 Jahren nicht reinpacken, wir müssen auch ab und zu gucken, dass wir es nicht überpacken, packen wir später teuer nach. Oder es gelingt uns nie wieder, dort reinzupacken. Und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder von Anfang an in integrativen Kitas Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung zusammenkommen. Aber das Wesentliche ist, wir müssen einfach die Botschaft in die Bundesländer, in die Kommunen tragen, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher, dass gemeinsame Anstrengungen erforderlich sind. Und keiner kann mir erzählen, dass das alles so furchtbar viel Geld kostet. Das ist es nicht. Es ist der Wille. Und wo ein Wille ist, ist meistens auch ein Weg. Dankeschön. Ja.